Khartoum heute Morgen. Gewehrschüsse schallen durch die Hauptstadt des Sudans. Die Kampfhandlungen gehen jetzt in den dritten Tag. Militärjets donnern über Wohngebiete, Panzer kontrollieren in den Straßen. An vielen Orten brennt es, gibt es Explosionen. Auf dem Flughafen von Khartoum stehen Transportflugzeuge in Flammen. Die Lage ist unübersichtlich, die Lage ist gefährlich. An die 100 Tote soll es bisher schon gegeben haben, darunter viele Zivilisten. Viele Menschen verstecken sich in ihren Häusern. Das geht schon seit Samstagmorgen so. In der Nacht war es ruhig, aber dann ging es wieder los, so früh am Morgen um 1 oder 2 Uhr, super laut. Und jetzt gibt es wieder den Lärm von Kampfjets. Der Sudan liegt im Nordosten von Afrika. Rund 45 Millionen Menschen leben dort. Schon lange wird das Land von Konflikten geprägt. Der Grund für die aktuelle Gewalt ist der Machtkampf zweier Männer. Auf der einen Seite der momentane Herrscher des Landes und Oberbefehlshaber der Armee, General Al-Buhan. Auf der anderen Seite sein Stellvertreter und jetziger Milizenführer Daglo. Beide Gruppen eint nur, dass sie wenig zimperlich vorgehen und den Übergang zu einer zivilen Regierung blockieren. Die internationale Staatengemeinschaft schaut mit Sorge auf die Kämpfe im Sudan. Wir rufen sie dazu auf, den Frieden an die erste Stelle zu setzen, die Kämpfe zu beenden und zu den Verhandlungen zurückzukehren. Das ist es, was die Menschen im Sudan wollen. Das ist es, was die Menschen im Sudan verdienen. Noch heute will der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York über die angespannte Situation im Sudan beraten.